OBM Music. Nur noch Pepsi. Jalla, das war ja richtig unmutig. Jetzt kommen wir erstmal zu den Halloween-Fuzzis. Was ist denn hier los? What? Das ist ja gar nicht das ist ja gar nicht die FNAF 4. Ne. Oh lol. Ach krass, wie geil ist das denn? Aber was ready? Erst kacken. Lol, jetzt will ich die Map erstmal erkunden. Oh, Glitch Trap! Hässlich. Voll gehypt und so. So. Alter, jetzt was ist das für eine Map? Leute, hat sich da gerade was geöffnet? Das da, ne? Geht er doch hin. Oha. Die Gitarre hält er noch sogar in der Hand. Krass. Ich dachte gerade, hat das mal. Oh, was ist das? Was ist das wohl? It looks like a... Light. Like a shader oder sowas. Lol, was ist das? Was ist denn hier? Da können wir gar nicht durch. This area is for employers, ja klar. Da können wir nichts dran machen. Der hat auch nur so riesige Backenzähne, können sich damit nicht durchbeißen, ne? Hier ist eine Arcade-Halle, ist voll geil. Warte, ja jetzt. Oh, wie geil ist das denn? Wow. Ist halt wirklich sick. Ist cool gemacht. Das ist halt die FNAF 1 Map nur anders. Mhm. Jetzt. Und tschüss. Nochmal abrocken. Nur 4? Das war heavy. Wie Metal. Screw! So. Grim. Hoxie. Ich wollte gerade sagen, sag nicht das böse Wort. Alter, dieser Pack, ne? Der geht doch nie weg. Nein. Es riecht nach Pepsi, Alter. Nee, es riecht nicht nach Pepsi, es riecht nach dieser komischen Soße. Oha, der läuft ja voll besoffen. Ach. Ach. Achso, nee, warte, hier müssen wir. Hat er auch wieder einen? Ach, da können wir gar nicht. Jarrak! Seine Fähigkeit. Guck doch mal. Ja, aber die will ich jetzt nicht ausprobieren, weil wir sonst verkacken und dann war's das. Die probieren wir aus, wenn wir gleich vor ihm stehen. Ich jetzt? Here I come! What's wrong, Emma? Jetzt geht's weiter. Jetzt wird erstmal hart geflext. Oder das sind Coins. Wir sind drei. Ja. Ich setze gleich erstmal fett ein an der... Also mit dem Charakter kannst du nicht verkacken. Das war nicht schlecht. Das ist Taktik 187. So diesen kleinen Abstecher von hinten, sowas. So, Glitchfab. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Wenn er uns denn lässt. Ich habe aber das Gefühl, es wird die gleiche Map sein. Glaube ich auch. Der saß ja da. Stimmt. So, Glitchfab. Oh, wie Springtrap. Boah, was hat die für eine lange Nase. Damit kannst du dem ja den Hals ausstechen, Alter. Ich hab eine Penisnase. Was ist das denn? LSD? Hm. Ach, wahrscheinlich Lex, wahrscheinlich. Aber jetzt bin ich auf seinen Jumpscare gespannt, ne? Weil es gibt noch keinen offiziell von dem. Echt? Mhm. Hm. Eigentlich ist das ja auch ein Charakter von Help Wanted und Security Breach. Sollen wir? Oder sollen wir erstmal? Der bringt ja nichts. Doch, das macht bei ihm so ein. Du Vetter. Macht bei ihm so ein Glitch, dass er das nicht aktivieren kann. Hm. Hallo?
so nimmt man jemand hops. Ja, das waren soweit alle Characters, ne, die man spielen kann aus FNAF Halloween, FNAF Simulator. Wie gesagt, wollte ich selber mal spielen, guckt einfach bei mir in die Beschreibung, falls es bei mir guckt, bei ihm, er muss es dann halt noch nachmachen, falls er es noch macht. Und bevor wir jetzt beenden, wie ist dein Fazit zu diesem Spiel? Ich habe Angst. Hallo, red doch mal mit dem Fans, Digga. Mit deinen 201 Pfennigfuchsern. Halt dein Maul, Junge. So, erzähl, wie fandst du das Spiel? Stabile 7 von 10 Freddys. Bin ich auch so bei dir. So 7 von 10 Punkten, Sternen, whatever. Für ein Spiel, was man auf Game Yield gratis bekommt, ist es sehr hochwertig. Junge, der muckt mich doch an, der steht mir doch im Weg. Es ist sehr hochwertig und ist auch ziemlich abwechslungsreich, was die Animatronics angeht. Jetzt nimmst du deinen Fickfinger da weg. Junge, was ist los mit dir immer? So, ich weiß, du willst immer rumkecken. So, willst du noch was sagen zu deinen Yaraks da draußen? Wenn sie das hier sehen, voila. Tschüss. Abonniert mich, abonniert du bei Music.